Hallo liebe Wacker-Fans, ich präsentiere euch einen Spieler, der auf dem Platz gerade mal in sehr hohen Tönen schreit, der in der Kabine vielleicht eher ruhiger ist, aber wenn er mal seine 5 Minuten hat, dann dreht er wieder komplett durch. Und mit ihm kommunizieren ist sehr schwierig, da es sehr, sehr, sehr sarkastisch ist.